Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute möchte ich euch was vorklatschen und ein paar Sachen aus der Drogerie zeigen, die ich sehr liebe. Und ja, jetzt ist ja Freitag und meistens nimmt man sich am Wochenende vor, ein bisschen in die Stadt zu gehen, vielleicht was zu erledigen. Und wenn ihr in die Drogerien reinschneidet, dann könnt ihr an mich denken. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los und zwar mit Foundation, die ich auch heute wieder im Gesicht trage. Und ich empfehle diese Foundation wirklich jedem, also wirklich jedem Dick, Tom und Harry, weil ich die einfach so geil finde. Und zwar von L'Oreal, die Perfect Match Foundation. Ja, die Natural Lift Foundation von Rival de Loup ist auch noch, oh mein Gott, die ist auch wundervoll. Ist aber auch anders zu der hier. Die Natural Lift ist eher glowy und macht einen strahlenden Teint. Die hier ist eher so, ja, ihr könnt sie sehen, ich habe sie ja selber im Gesicht gerade. Sie ist eher so ein bisschen mattierend. Macht die Haut wahnsinnig ebenmäßig, diesen Porzellan, zaubert sie euch ins Gesicht. Und es ist einfach wirklich, wow, es ist so ebenmäßig glatt, wunderschön und hält den ganzen Tag. Also damit könnt ihr wirklich ein Event durchstehen, von mir aus auch eine Hochzeit oder yadi yadi yadi, die ist so toll. Und davon gibt es, das geht schon wieder los mit der Sprachbarriere. Die hat so viele Farben. Müller hat gerade so einen riesen Aufsteller, wo auch Farben drauf sind, die nur online exklusiv sind. Also auch wahnsinnig helle Farben. Ich habe die Farbe 1N Ivory. You can see there. 1N Ivory. Und da gibt es auch, glaube ich, noch... What's going on? Da gibt es auch, glaube ich, noch eine, die heißt 0 Ivory oder einfach nur N. Die ist dann wirklich sehr, sehr hell. Und da werdet ihr definitiv fündig, ob ihr nun sehr hell oder sehr dunkel seid. Da habt ihr auf jeden Fall eure Farbe dabei und die ist so, so wundervoll. Gestern habe ich mal wieder die Estee Lauder Double Wear getragen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich wahnsinnig ähneln, aber schon von der Ebenmäßigkeit und dass es halt wirklich flawless aussieht. Oh, probiert sie einfach mal aus, die ist wirklich der Knaller. So, gehen wir weiter zu Concealer und da habe ich endlich, Halleluja, von dem Instant Anti-Age Löscher von Maybelline meine perfekte Farbe gefunden. Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass das jemals passiert? Man muss sagen, die Farbauswahl ist von Drogerie zu Drogerie anders. Ich glaube, DM hat die größere Farbauswahl, beziehungsweise die größte Farbauswahl von dem guten Stück hier. Das habe ich nämlich auch im DM gekauft. Und zwar ist es die Farbe 115 Warm Light. Könnt ihr hier unten sehen. Also 115 Warm Light. Da gibt es ja zig Farben mittlerweile von. Ich weiß noch damals, als der Hype da schon so groß war, da hat Reni davon auch gesprochen und ihr habe ich den auch nachgekauft. Da habe ich die Farbe 3 Fair gekauft. Der war auch okay, aber der war halt rosastichig und das ist jetzt nicht so ganz mein Ton. Und der ist einfach wirklich perfekt. Der hat wirklich so den perfekten, neutral, Richtung gelbstichigen Unterton und ist hell genug und ja, macht die Augenpartie einfach auch wirklich flawless und ebenmäßig wunderschön, hält den ganzen Tag crease nicht, die Textur davon, oh mein Gott, der ist wirklich so schön cremig und lässt sich verblenden wie ein Traum. Also der Instant Anti-Age Löscher, früher hieß er einfach nur der Löscherauge, war ein ziemlich dämlicher Name, das haben sie geändert, aber jetzt auch nicht viel besser. Ja, aber wundervolles Produkt. Ansonsten Concealer aus der Drogerie finde ich auch noch sehr schön von Catrice, den mit der Pipette. Ich glaube der HD Concealer heißt der, der ist auch super. In der Farbe Porcelain habe ich den, das ist glaub ich auch eine der helleren Farben. Der ist auch ganz toll, ist auch ein bisschen günstiger als der hier, aber ja. Den solltet ihr euch unbedingt mal geben. So, weiter geht es mit meinem absoluten Lieblingsschritt in Sachen Make-up, nicht Augenbrauen. Oh, ich hasse es, meine Augenbrauen zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das irgendwie so eine richtige Strafe morgens. Ich kann es absolut nicht leiden. Aber mit diesem Produkt wird es eine Leichtigkeit. Und zwar von Essence das Eyebrow Stylist Set in der Farbe. Hat es eine Farbe? Ist das hier unten die Farbe? Oh hi. Steht hier. Oh hi. I don't know. Oh hi. Ja, es ist auf jeden Fall der dunklere Ton. Ich glaube, dafür gibt es auch eine für Blonde. Aber ja, ich mische die beiden immer, wie man, glaube ich, auch gut erkennen kann. Und ja, trage mir das etwas dunklere hier im äußeren, also hier in, ne, in dem Bereich und dann die helleren Sachen vorne und oder mische das einfach komplett. Und ja, ich finde einfach,
So ein Puder sieht am natürlichsten aus. Es lässt die Brauen schön voll wirken und ja, einfach natürlich. Ich finde natürlich auch die. Na, natürlich, ich finde natürlich. Oh ich finde selbstverständlich auch diese Stifte von Catrice. Gibt es ja auch von Essence. Die sind auch super. Diese kleinen, feinen Stylo, Eyebrow, Stylist. Schieß mich tot. Finde ich auch klasse. Die gehen nur halt so wahnsinnig schnell leer. Und mit dem Teil hier kommt ihr einfach wahnsinnig lange aus. Deshalb mag ich das gerne, obwohl ich Augenbrauen nicht so toll finde. So, einen wundervollen Eyeliner bzw. Kajal ist von Gorsch. Die gibt es bei, also die Marke gibt es bei Müller. Müsste mal Ausschau halten. Und zwar die Farbe 024 Truly Brown. Das ist der hat auch, glaube ich, noch einen Namen. Anni, lies mal richtig. Der Velvet Touch Eyeliner. Velvet Touch Eyeliner. Das ist einfach so ein ganz normaler Stift, den man auch anspitzen kann. Und das ist die perfekte Farbe. Also wirklich so ein wunderschönes Braun. Der ist ultra cremig, lässt sich super ausblenden. Also ich male, ich habe auch heute so ein, komm, ein bisschen heran, so einen leichten Liner gezogen und dann smudge ich den so ein bisschen mit dem Finger aus und dann ist es wirklich perfekt. Man kann auch ein schönes Schwänzchen hinten malen und ich mag den so, so gerne. Und das ist einfach nicht so harsch, wie wenn man jetzt ein richtig knalliges Schwarz nimmt oder so. Ne? Sieht einfach nur natürlich und schön aus und deshalb mag ich den sehr, sehr gerne. Ihr könnt den auch bestellen, falls ihr keinen Müller bei euch in der Nähe habt. Also Gorsch, der Velvet Touch, war das jetzt Velvet Touch Eyeliner, genau in der Farbe 024 Truly Brown. Ein Staple in meiner Collection. Blush. Da liebe ich natürlich, wie ihr wisst, von Max Factor die Miracle Touch Blushes. Das sind diese wunderschönen Cream Blushes in verschiedensten Farben. Hier habe ich die Farbe Terracotta und das ist einfach so ein schönes, ja, orange-stichiges Blush. Meine Haare sind heute wieder die absolute Katastrophe, aber da gehen wir mal drüber hinweg. Und das ist ein bisschen geschummelt, aber oh mein Gott, ich liebe und ich habe jetzt gerade wieder meine Liebe dafür entdeckt, die H&M Beauty Blushes. Leider gibt es bei mir keinen Store von H&M mehr in der Nähe. Der war mal in Köln, aber ist dann leider weggegangen. Aber online kriegt ihr die noch. Und oh mein Gott, ich finde die einfach so gut. Und High-End sind sie ja jetzt auch nicht. Zwar auch nicht Drogerie, aber die sind einfach von der Qualität Bombe. Und zwar habe ich die Farbe Apricot, also einfach der wundervollste Aprikoton. Die lassen sich ausblenden. Mamuschka. Und heute. Weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, habe ich die Farbe Golden Peach. Und das ist einfach so ein wunderschöner, ja, Rosé-Peach-Ton mit goldenem Schimmer drin. Und es sieht einfach so schön frisch und lebendig aus. Und wie gesagt, die lassen sich ausblenden wie ein Traum, halten den ganzen Tag, verschwinden nicht im Laufe des Tages. Das kennt man ja gerade vom Blush, ne? Wenn man es morgen aufträgt, ist er abends schon wieder irgendwo hin verreist. Und die sind einfach so klasse. Also, falls ihr dann irgendwie rankommen solltet, H&M Blushes, Mamuschka. So wundervoll. Dann Eyeshadows. Habe ich ja letztens schon erklärt, liebe ich die Maybelline Eyeshadows. Hier trage ich heute auch auf dem Lid die Gigi Hadid Eyeshadow Palette in Warm Shade, heißt sie. Keine Ahnung. Und ja, da sind einfach so wunderschöne Rosé, goldene Töne. Ja, einfach so, oh, die sind so schön. Also das ist ja immer so mein, darauf ziele ich immer ab. Also wundervolle Eyeshadows. Also die von Maybelline, da kann ich echt nichts sagen. Die sind qualitativ wirklich super. Aber, oh Gott, letztes Jahr gab es von Essence eine Eyeshadow-Palette. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die Ho-Ho-Ho-Eyeshadow-Palette in der Weihnachts-LE. Und ich muss wirklich sagen, das ist hands down wirklich, also die sind so genial von der Qualität und das von Essence. Ich glaube, die hat 5 Euro gekostet damals. Und ich wollte euch nur kurz ein Heads abgeben, weil dieses Jahr kommt nochmal eine LE raus von Essence, auch mit so einer Eyeshadow-Palette. Und ich bete, dass sie genau die gleiche Qualität haben, weil wow, ich bin so begeistert gewesen, beziehungsweise bin es immer noch. Und wir haben hier matte Töne, die sich traumhaft ausblenden lassen. Aber halt auch diese Schimmertöne, die so cremig sind. Oh, ich meine,
Wollte mich verarschen. Das ist, oh mein Gott, das ist so geil. Und die, ach, hier noch so ein wunderschöner Glitter, der auch traumhaft aussieht auf dem Auge. Also, falls ihr die habt, congratulations, die ist wirklich so wundervoll. Aber falls ihr die nicht haben solltet, dann haltet dieses Jahr Ausschau nach der neuen Essence Weihnachts-LE, weil wenn die genauso geil sind wie die hier, holla die Waldfee. Das ist wirklich, Qualität is up there. Also unglaublich. Lippenstifte liebe ich immer wieder, die von Catrice, und zwar den hier im Speziellen von der Power Plumping Gel Lipstick Reihe, die Farbe 020. Und es ist einfach ein wundervoll prall und saftiger. Oh, dieser Ton, der ist einfach, oh, der perfekte Nude-Ton. Könnt ihr nochmal sehen? Also wirklich, das ist für mich der perfekte Nude-Ton. Ich liebe solche Töne und der ist wundervoll cremig. Der rutscht nicht in irgendwie in irgendwelche Lippenfältchen, dass es irgendwie seltsam aussieht. Oh, der fühlt sich so pflegend an und oh, die Textur ist der absolute Traum. Das könnte echt ein absoluter High-End-Lippenstift sein von der Qualität her. Also, oh Gott, also die Catrice-Lippenstifte, dafür springe ich echt in die Bresche. Die sind wundervoll. Von Maybelline gibt es auch sehr, sehr schöne aus dieser Glanzreihe. Da gibt es auch die Farbe Baddest Beige. Da hat ja Jaclyn Hill auch so von geschwärmt. Die Farbe habe ich auch und die finde ich auch richtig klasse. Aber eher mit so einem dunkleren Lip Liner, weil die schon ein bisschen tot aussieht. Aber die Textur ist auch fabelhaft. Als Highlighter, ich weiß gar nicht, ob man es heute erkennen kann, wahrscheinlich nicht, weil die Sonne nicht so sehr scheint heute. Aber auch sehr, sehr schöne Highlighter. Da kann man eigentlich allgemein sprechen, weil die Drogerie mittlerweile wirklich High-End eingeholt hat oder ja, die gleichwertig sind. Ich habe hier eine Limited Edition von Catrice, das war ja hier mit Caviar Gauche, ein wunderschönes Blush und dann ein Highlighter. Und dieses Set liebe ich und der Highlighter sieht einfach wundervoll aus. Also der zaubert wirklich den perfekten Glow ins Gesicht und ja, wie gesagt, also die Drogerie hat wirklich aufgeholt, was Highlighter angeht. Die haben so eine Top-Qualität mittlerweile, also gar nicht mehr so viel mit Glitzer. Und wenn wir uns erinnern an Essence, an das Pure Nude Highlighter Powder, oh mein Gott, da hat wirklich Hourglass nach Hilfe geschrien, weil das wirklich die Qualität war. Also ich glaube, es konnte noch besser. Ich habe auch immer noch zwei davon da, ein Backup und das, was gerade in Benutzung ist. Und ich werde das wirklich cherischen und ich glaube, das gibt es aber auch noch online. Also mittlerweile gibt es die nur noch online, falls ihr daran kommt und ja, dieses Erlebnis auch mit mir teilen möchtet. Benutzt es als Blush und ihr strahlt einfach das wunderschönste Strahlen, was es auf dieser Welt geben kann. Das ist das Wort zum Samstag oder wann immer ihr dieses Video auch schaut. Mascara zu guter Letzt, ich glaube, das ist das letzte Produkt. Kann ich alle Mascaras eigentlich von Catrice empfehlen? Ich habe hier stellvertretend die Iconista Mascara. Die ist super, die zaubert wirklich Länge und Volumen. Aber im Speziellen die Glam & Doll Reihe von Catrice. Wirklich hands down die beste Drogeriemascara ever. Die schwarze, die violette, die blaue wasserfeste, die sind einfach alle durch die Bank weg. So geil. Ob es nun am Bürstchen liegt, ob es an der Formulierung liegt. Whatever, die ist einfach nur Hammer und das für 4 Euro. Muss man nicht mehr zu sagen. Und das waren meine Produkte, die ich euch aus der Drogerie empfehlen kann. Falls ihr an diesem Wochenende losstiefelt und euch vielleicht was von kauft, mein Gott, ich muss gleich, ich kann nicht mehr sprechen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare und schreibt uns allen bitte, damit wir es alle sehen können, in die Kommentare, was eure Favoriten sind aus der Drogerie. Gerade für mich, weil. Ich werde auch gleich wieder zum Rossmann gehen und schauen, was es da gibt, weil ja, für mich ist es immer so ein Erlebnis. Man kommt ja nicht immer in alle Drogerien. Da, wo ich wohne und arbeite, gibt es DM und Müller. Müller hat eigentlich auch immer alles, aber Rossmann hat halt manchmal auch so spezielle Sachen, gerade von Isana. Da gibt es jetzt wieder so ein schönes Duschgel mit so einem Pinguin drauf und das soll nach Vanille riechen. Und ja, da muss ich auf jeden Fall dran schnüffeln und halt auch Skincare und da muss man ja immer wieder seine Äuglein offen halten. So, jetzt habe ich genug gelabert und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, ein traumhaftes Wochenende und wir sehen uns dann ja bald wieder, hoffentlich. Es sei denn, wir werden alle blind. Quatsch. Okay, dann Haare noch eben schnell durcheinander machen und ja, macht's gut.
Bis dann. Hallo Postbote. Der läuft da gerade lang. So, Anni, beende das Video, sonst wird es nicht mehr.